Sie müssten den Kirschgarten und das gesamte Gut verpachten. Und zwar jetzt! Alles ist voller Leute. Irgendwelche Franzosen, irgendwelche Damen. Ein Priester mit einer Bibel, alles vollgekommen. Fürchterlich. Aber sie kapiert es einfach nicht. Ich meine, sie bestellt immer nur das Teuerste und gibt den Kellner ein dickes Trinkgeld. Mein Kinderzimmer. Gelangweilt vom Überfluss verblöden wir zusehends. Das Gut wird nicht verkauft. Ich schwöre es bei meinem Glück. Hier, hier. Zumindest einmal im Leben sollte man der Wahrheit ins Gesicht blicken. Der Garten ist ganz weiß. Weißt du es noch, Luba? Die lange Allee da verläuft ganz gerade, wie von einem Seil gespannt. Der Winter geht vorbei, der Frühling kommt. Und dann wird es dich schon nicht mehr geben.